Schönen Nachmittag. Guten Morgen. das ist jetzt TMUX, Terminal Multiplexer und warum ein TMUX-Fenster reicht und man nicht 20 Terminal-Fenster braucht. Ich bin nicht ganz munter, also es kann sein, dass alles ein bisschen länger dauert. Wer von euch benutzt denn schon TMUX? Oder TMUX, okay. Screen. Okay, für die, die schon TMUX nutzen, ich werde nicht viel Neues erzählen, es ist wirklich so Basiseinführung, was ist es, was kann es, wie bediene ich das Ding, wie konfiguriere ich das Ding, wie kann, ein, zwei Tricks vielleicht, mit denen man sich das Leben einfacher machen kann, aber es ist jetzt nicht super fancy advanced TMUX mit Custom Profiles oder sonst irgendwas, sondern es ist wirklich Basics und Beginner. Für die, die schon Screen benutzen, vielleicht kann ich den, die einen oder anderen dazu bewegen, vielleicht doch auf TMUX zu wechseln. Ich bin aber mittlerweile zu alt, um da jetzt irgendwelche religiösen Grundsatzdiskussionen zu führen, was jetzt besser ist. Ich zeige euch TMUX einfach her und was es kann und was es ist und was es tut. Und wenn ihr sagt, ja, das klingt eigentlich spannend, freue ich mich, wenn ihr wechselt. Ansonsten benutzt Screen einfach weiter, ist alles fein. Prinzipiell, die Slide fehlt jetzt. Ich bin der Lyra. Ich höre auf Hey Lyra oder Hey Du oder Hallo Martin. Bitte nicht sitzen, das verwirrt mich immer, da verliere ich dann den roten Faden für den Vortrag. Zwischenfragen bitte immer jederzeit und gerne, auch Korrekturen. Also ich mag nichts mehr, als im Vortrag korrigiert zu werden, das ist mir jetzt die letzten Male ein paar Mal passiert. Lerne ich immer was dazu, finde ich immer super spannend und amüsiert mich. Und meistens gibt es Leute, die sind gescheiter als ich, was ich sehr angenehm finde. Gut, TMUX, ein Terminal Multiplexer. Gut, jeder Talk beginnt, wie es sich gehört, mit einer Begriffsdefinition. Das heißt, wir fangen mal an, was ist ein Terminal? Ne? Terminal, im deutschen Sprachgebrauch, also so Siemens und IBM Deutschland, auch Datensichtgerät genannt. Ja, das ist ja alles. Wurde damals so 60er, 70er Jahre entwickelt, um die Fernschreiber, die bis dato für die Ein- und Ausgabe an Großrechnern verwendet wurden, abzulösen. Das heißt, da wurde immer auf einer alten mechanischen Schreibmaschine getippt und das, was der Computer ausgegeben hat, dann so mit einem Drucker so auf Papier gestanzt, was halt nicht wirklich praktisch ist. Und so die Terminals waren also dazu gedacht, diese Ein- und Ausgabe, die Kommunikation mit dem Großrechner zu verbessern. Das Ganze habt ihr jetzt auf euren Linux- und BSD-Systemen auch noch, meistens unter der Abkürzung TTY für Fernschreiber, ne? Teletype. Ein Terminal hat unter Linux dann irgendwo hintenrum noch immer ein TTY-Device hinten. Das heißt, das haben wir alles noch immer. Das schleppen wir seit den 60er, 70ern mit uns mit. Terminal. Was ist ein Multiplexer? Das ist ein Multiplexer. Also wer so alt ist wie ich, kennt das vielleicht noch. So, da kam das Antennensignal rein, da kam die Atari-Konsole oder die Nintendo-Konsole hinein und man konnte dann umschalten, welches Signal beim Fernseher ankommen sollte. Multiplexer. Ja, ganz ein primitives Ding, ich habe mehrere Eingänge und einen Ausgang. Dasselbe ist das, genau dasselbe habe ich jetzt eben auch für einen Terminal-Multiplexer. Das heißt, ich habe ein Fenster, auf das ich schaue, ein Terminal-Fenster auf meinem Desktop und dahinter verbergen sich aber mehrere virtuelle Terminals. Das heißt, ich könnte jetzt auch mehrere Fenster auf meinem Desktop aufmachen und in einem Fenster Hardtop starten, im zweiten eine SSH-Session zum Server 1, im dritten eine SSH-Session zum Server 2 und so weiter und so fort. Unelegant. So ein Terminal-Multiplexer hat also dann mehrere virtuelle Fenster mit Reitern, zwischen denen ich wechseln kann. Ich kann Copy und Paste machen. Und das ist für mich in meinem Job sehr oft wichtig, ich installiere oft Enterprise-Software. Das heißt, da rennt der Installer, weil es Enterprise-Software ist, in Java und der läuft dann irgendwie so mal 3, 4, 5, 6 Stunden, bis die Software nicht installiert ist, weil er draufgekommen ist, dass ihm irgendein Prerequisite fehlt. Das heißt, da müsste jetzt, wenn ich das auf die herkömmliche Weise mache, baue ich meine SSH-Session zum Server auf, starte den Installer. Wenn ich das mache, wenn ich im Zug nach Graz sitze und über einen Semmering fahre, schmiert mir das Ganze ab und ich habe keine Chance, mich mit dem Installer wieder zu unterhalten, weil... Was ich mache ist, ich habe auf dem Server eine TMUX-Session laufen, starte in der TMUX-Session den Installer und selbst wenn ich jetzt getrennt werde, läuft der Installer in der TMUX-Session weiter und ich kann mich wieder hinverbinden, kann schauen, der ist so weit, da kann ich noch auf ein Bier gehen und komme später wieder. Also unglaublich praktisch. Auch praktisch, wenn ich
so ein Multiplexer, wenn ich Demonstrationen mache, so wie heute. Ihr kennt es alle, wenn jemand was auf der Shell herzeigt, die sitzen dann immer da vorne und jedes Mal, wenn sie tippen, drehen sie sich um und schauen, ob es eh das, was sie tippen, da am Bildschirm auch aufscheint. Dann vertippt man sich und verrutscht in der Zeile oder in der Spalte. Und mit Temux kann ich zwei Sessions offen haben, zwei Fenster offen haben. Eins hier schön groß und mit weißem Hintergrund und gut lesbar hier. Und ein zweites hier auf meinem Laptop. Und ich kann in meinen Laptop hineinschauen, während ich tippe. Und es passiert das, was ich hier tippe, auch hier oben. Super praktisch. Wenn ich dann noch mit dem zweiten präsentiere, zum Beispiel mit meinem Klemmern, was wir ab und zu machen, dann sind wir unsere zwei Rechner miteinander verbunden. Er hat eine SSH-Session auf meinem Server, verbindet sich auch auf die Temux-Session und kann dann auf seinem Laptop neben meinem tippen und das, was er tippt, erscheint auch da oben. Super praktisch. Also wenn ihr jemals irgendwas von der Kommandozeile herzeigen wollt live, die dazugehörige Temux-Config gibt es schon auf meinem Server zum Runterladen. Dürft ihr gerne benutzen. Da habe ich jetzt eigentlich eh schon alles erzählt. Blafu, ja. Die klassische Folie Temux versus Green. Choose your poison. Temux wurde gestartet ungefähr 2007, Screen 1987. Wer war schon auf der Welt? Okay, grüß euch. Temux ist Teil von BSD, steht unter der BSD-Lizenz, wird aktiv entwickelt. Screen war jetzt lange Zeit dormant, mittlerweile wird es wieder weiterentwickelt. Damit haben sie gleich einmal die AX-Kompatibilität rausgekickt. Mittlerweile ist sie wieder drinnen. Ja, es ist komisch, es wollen Leute auch auf AX arbeiten immer noch. Temux ist prinzipiell ein bisschen kleiner, ein bisschen schneller, hat ein Client-Server-Konzept, das heißt, ich habe einen Temux-Server, in dem dann mehrere Sessions laufen können. Ich finde, und da jetzt sind wir halt bei einem persönlichen Vorlieben, ich finde, es ist leichter zu konfigurieren. Ich kann Temux sehr einfach skripten, was ich unglaublich praktisch finde. Also wer gestern in meinem Talk war, die ganzen Demos, alle Temux-Fenster, in denen ich die Demos vorbereitet habe, das ist ein Skript, das starte ich nur noch und meine Demo ist fertig aufgebaut. Das heißt, ich bin innerhalb kürzester Zeit mit meiner kompletten... Fehlt dir noch was? Ja, hier. Nö. Das heißt, das Scripting ist unglaublich praktisch, auch zum Beispiel, wenn man immer wieder dieselben Standards hat, so ich möchte auf dem Fenster 1 die Logs haben, auf Fenster 2 meinen Hardtop haben, auf Fenster 3 den IO-Top laufen haben und so irgendwas, lässt sich alles wunderbar skripten und vorkonfigurieren. Screen hat halt auch wieder so seine Vorteile, es funktioniert halt mit auch eher obskuren Terminals, also wenn noch eine VT100 oder so irgendwas zu Hause stehen hat oder eben mit HPOX, AX oder Solaris arbeitet, wird mit Screen glücklich sein. Das eine Feature, was bei Screen wirklich super ist und was es in Temux nicht gibt, Screen kann sich über die serielle Konsole wohin verbinden. Das heißt, ich selber benutze auch noch immer Screen, um mich zu meinem Raspberry Pi oder sonst irgendwas hin zu verbinden. Über die serielle, natürlich. Ja, was denn? Über die serielle. Und der Screen hat ein bisschen mehr, hat eine bessere ACL, also Access Control ist, wenn es darum geht, gemeinsam zu arbeiten. Also ich kann beim Screen sagen, der darf nur lesen, zuschauen, der darf auch schreiben. Das habe ich beim Temux nicht. Also da arbeiten alle mit der gleichen Berechtigung dann schlussendlich. Gut. Temux, Client-Server, habe ich schon erwähnt. Das eine, was Temux macht und wo man ein bisschen herumarbeiten muss und was bei Einsteigern dann immer wieder für Verwirrung sorgt, ist, dadurch, dass Temux mehrere Sessions verwalten kann, funktioniert das Zurückscrollen über das Terminalfenster nicht. Ne? Also wenn ich unter Linux so mein Terminalfenster aufmache, habe ich auf der rechten Seite, also wenn man eine GUI hat, so GNOME oder so irgendwas, Entschuldigung, ich sage, dann habe ich auf der rechten Seite oder auf der linken Seite oder unten, je nachdem, wie man es konfiguriert hat, ein Scrollbar, wo ich halt in der History zurückscrollen kann. Was habe ich denn vorher eingegeben oder was hat denn das Programm vorher ausgegeben? Wenn ich Temux verwende, funktioniert das nicht mehr, weil da welches Fenster jetzt und welche Session und... Das heißt, das funktioniert nicht mehr, aber Temux liefert was Eigenes mit und hängt sich auch mittlerweile so unter Mac und Linux und allen, und na, Windows nicht, aber Mac und Linux, so in das GUI wieder hinein, dass ich dann erst recht wieder mit der Maus scrollen kann. Also das geht mittlerweile alles. Kommen wir jetzt dann gleich dazu. So, das war es jetzt von Slideware. Ab jetzt sind wir hands-on in der Konsole. Das heißt, ich setze mich jetzt hin, also nicht wundern, wenn ihr mich nur noch hört, das ist so gewollt. Kann man mich übrigens hinten hören? Also wenn ich zu leise bin, da geht noch was.
Könnt ihr mich verstehen? So, ich versinke jetzt mal. Ich verabschiede mich von dem Publikum am Stream. Und wenn mir jetzt die Demogötter wohlgesonnen sind. Ja. Ja, die untere Zeile brauche ich auch nicht. Deswegen habe ich ja alles ganz oben. Das ist, ich habe die Config schon so hingebogen, dass das für Beamer und Präsentationen funktioniert. Ich mache das nicht zum ersten Mal, zum Glück. Temux, fangen wir mal damit an, hat eine Config. In der Config kann ich verschiedenste Dinge definieren. Also das kann auch wieder ganz lang werden. Ja, ich stehe schon wieder auf, es tut mir leid. Das arme Videoteam. Ganz oben mache ich genau das, was ich für Demos immer mache. Ich move mir meine Statuszeile nach oben. Weil bei den meisten Vortragssälen ist unten irgendwie eine Tafel im Weg oder der Vortragende rennt immer irgendwie quer durchs Bild oder sonst irgendwas. Heißt, und die Leute hinten sehen da unten nichts mehr, weil da sind dann irgendwie die Köpfe von den Leuten vorne dabei. Das heißt, ich move mir meine Statuszeile nach oben, damit man die mal immer gut sehen kann. Also die in den Vorderen reinkriegen, dann immer so die Genickstarre. Aber es ist praktisch. Temux, auch so wie Screen, hat einen sogenannten Präfix, mit dem ich die Kommandos einleite, die ich dann an Temux schicken möchte. Und der Screen ist es üblicherweise Steuerung A, Control A. Und der Temux ist es Steuerung B. Warum auch immer. Jetzt könnte man sich natürlich auf Steuerung A mappen, so wie den Screen. Was ich mir von McLemmon abgeschaut habe, ist, ich mappe mir das auf Steuerung Y. Weil das ist da links unten auf der Tastatur, das liegt eng aneinander, das geht mit einer Hand, mit zwei Fingern, sehr schön zum Schalten. Das heißt, alles bei einem deutschen Tastaturlayout. Wenn man bei dem Kollegen drüben war, der da in 20 Sprachen sein Keyboard hat. Aber ihr könnt euch das hinmappen, wo ihr wollt. Sven? Ja, eins höher. Y liegt eins darunter auf der deutschen Tastatur. Du korrigierst mich eh, wenn ich irgendwas Falsches sage, gell? Könnt ihr euch also prinzipiell hinlegen, wo ihr wollt. Also wenn ihr jetzt irgendwie Bastelprojekt habt, ihr könnt euch auch einen Button bauen, der dann diesen Präfix immer gleich macht oder sonst irgendwas. Es gibt Leute, die bauen sich einen Fußtaster, damit jeder Tastenklick zählt. Hallo, dass es schneller geht. Und was ich dann auch noch gemacht habe jetzt für die Config ist, wenn ich Präfix R klicke, also Steuerung YR, dann reloadet er mir meine ganze Temux-Config. Das heißt, wenn ich gerade irgendwie was ausprobiere, ein Plugin ausprobiere oder sonst was, kann ich in der Temux-Session die ganze Config neu laden, damit ich das einfach neu laden kann. Also, man sieht schon, da geht schon einmal einiges an Konfiguration. Und für die VI-Freunde kann ich auch die ganze Navigation dann noch auf VI-Key-Bindings machen. Ich bin jetzt auf der klassischen, ich bleibe jetzt einmal ganz klassisch. Was ich noch nicht erwähnt habe, ist, alles, was ich im Temux machen kann, kann ich an und für sich sowohl über Tastaturkürzel machen, über explizite Kommandos oder Skripten. Ihr habt recht wenig davon, wenn ich jetzt alles über Tastaturkürzel mache, weil das sieht man einfach schlecht in den Demos. Ja? Ich habe noch immer kein vernünftiges Tool gefunden, das mir hier einblendet, wenn ich jetzt Steuerung Y irgendwas drücke. Mit Multiscreen und so weiter wird es Probleme. Gemirrored geht's, Multiscreen ist ein bisschen eine Herausforderung. Ich weiß, was du jetzt sagen wolltest. Das heißt, was ich machen werde, ich werde bei den meisten Kommandos immer die lange Kommandozeilen, Temux-Kommandozeilen-Version verwenden, damit ihr seht, was passiert und was ich eingebe. Das ist alles auch auf die Tastatur mappbar, damit ich einfach Steuerung Y, A, N, X, O, U oder sonst was drücken kann, aber für die Demo mache ich das in der Lang-Variante. Gut. Temux starten, da gehen wir mal da raus, geht recht einfach, Temux, eine neue Session, was jetzt eine Session ist, erzähle ich euch gleich, und dann gebe ich hier zwecks der Übersicht auch gleich einen Namen, das heißt Temux New und die Session heißt LWW18 und man sieht schon, links oben im Eck LWW18, das heißt, das ist mein Session-Name, meine Statuszeile, wie in der Config beschrieben, oben, damit man sehen kann, wenn das Ganze jetzt da unten wäre, würden es ab der dritten Reihe niemand mehr sehen. Links, rechts geht nicht, falls jetzt wer fragen möchte. Also es geht nur oben, unten. ich kenne euch ja. Und ich habe dann jetzt hier meine Session laufen. Und jetzt kann ich hier ls eingeben oder
irgendwas tun. Das Ganze, jetzt kann ich die Session auch wieder verlassen. Das heißt, Steuerung Präfix, also Präfix Dora für Detach abhängen. Würde ich mich jetzt aus der Session raushauen oder ich sage eben Steuerung Y Doppelpunkt in die Kommandozeile und sage Detach. Ganz oben, ihr seht das hoffentlich. Ja, Detach. Und ich bin jetzt von der Session draußen. Das heißt, die Session läuft im Hintergrund weiter, aber ich habe es jetzt verlassen. Ich kann mich jetzt an die Session wieder, ich kann mir jetzt die Session anzeigen lassen. Das heißt, Tmux LS zum Beispiel. Sehe ich, okay, ich habe hier eine Session laufen mit einem Fenster derzeit, wann sie geriert wurde und wie groß sie derzeit ist. Ich könnte mir jetzt eine zweite Session starten. Das heißt, komm her. Ich bin ein fürchterlicher Live-Tipper, daher habe ich mir das alles vorbereitet. Tmux, neue Session, Demo 01. Oder? Wieder oben links, der Session-Name, da starte ich jetzt von mir als ein Hardtop drinnen. Tut sich jetzt relativ wenig, weil die Maschine sich gerade langweilt. Und jetzt könnte ich auch wieder zurück zu meiner anderen Session switchen. Das heißt, ich kann jetzt nicht nur über die Kommandozeile agieren, sondern ich kann auch einfach sagen, Tmux switch zur anderen Session und dann gebe ich ihm an, zu welcher? Zur LWW18. Und ich bin wieder drüben in meiner LWW18 Session, wie man oben links erkennen kann. Okay? Das ist eine Session. Also ich kann mehrere Sessions haben, je nachdem für unterschiedliche Dinge, die ich tue, für unterschiedliche Kunden, unterschiedliche Projekte, was auch immer. Innerhalb einer Session hat jetzt Tmux das Konzept der Fenster. Das heißt, ich kann jetzt mit New Window oder Präfix C für Create ein neues Fenster aufmachen. Jetzt habe ich, wenn man oben schaut, 0 und 1, danke. 0 und 1 und habe jetzt hier, starten wir auch wieder den Hardtop, dann sieht man es schöner. Ich habe meine Session 0, wir fangen bei 0 zu zählen an, wie es sich gehört, und meine Session, mein Fenster 1, Fenster 0, wo halt meine Kommandozeile ist, und Fenster 1, wo mein Hardtop läuft. Ich kann jetzt diese Fenster direkt ansprechen, das heißt, ich kann jetzt Präfix 0 zum Fenster 0 hüpfen, Präfix 1 zum 1er Fenster hüpfen, also es geht von 0 bis 9. Ab dann habe ich ein Problem. Das heißt, wenn ich jetzt von meinem 9. in mein 10. Fenster hüpfen müsste, müsste ich dann mit N und P arbeiten. Next, Previous, ach nur, also Steuerung Y, N, Steuerung Y, P hüpft mir dann genauso zwischen den Fenstern hin und her. Das Ganze geht natürlich auch, da bin ich jetzt im, welches ist das? Das war jetzt das 1er. Ne? Das heißt, ich kann jetzt hier auch sagen, Select Window. Das ist an Hardtop gegangen, das heißt, mein Präfix hat mir gefehlt. Jetzt. Nein. So. Jetzt. Dankeschön. Select Window 0. With? Ja. Select, man sollte lesen, was man sich vorbereitet hat. Minus T 0. Target. Und dann hüpfe ich hinüber. Das kann ich eben auch auf einen Keyboard-Shortcut binden und mit dem Kommando, sprich Select Window, das kann ich dann auch skripten. Das heißt, ich kann dann in meinen Skripts auch hineinschreiben Select Window, dann geht er in das Window, dann kann ich in das Fenster auch noch ein Kommando hineinschicken und so weiter und so fort. Machen wir uns noch ein Fenster auf, ein drittes. Weil was ich jetzt auch machen kann ist, ich kann an ein Fenster ein Text senden, also Keystrokes senden, Tastaturkommandos schicken. Das heißt, ich sage jetzt hier, Tmux, Send Keys, schicke jetzt den nachfolgenden Textstring an dieses Fenster. Und zwar welches? Ich habe mein Target. Mein Target ist die Session LWW18. In der Session LWW18 mein Fenster 0. Und an dieses Fenster sollst du Hello LWW18 schicken. Machen wir jetzt. Zawupp. Und wenn ich jetzt hinüber ins Fenster 0 wechsle, steht da Hello LWW18. Ich kann da auch noch ein Enter mitschicken. Und ja, ich kann da auch RM hineinschreiben. Und ja, ich kann da auch noch andere Dinge hineinschreiben. Also, with great power comes great responsibility. Ja? Aber, und das ist halt das Schöne. gerne, darfst du dir gerne holen. Auch das wieder, Send Keys, kann ich auch wieder skripten. Ja?
Das heißt, ich kann mir hier wirklich Temux-Sessions aufbauen mit ganz, ganz viel automatischem Foo. Was kann ich noch machen? Ich habe jetzt meine Sessions, ich kann mehrere Sessions haben. Ich kann in jeder Session mehrere Windows haben. Ja? Ich kann in einem Window mehrere Panes haben. Also Panes im Sinne von Fenster, Unterfenster, Paneele. Nicht Pain im Sinne von Schmerzen. Also auch, aber ich kann jetzt so ein Fenster teilen. Das heißt, ich gehe wieder in meine, richtig herumtippen, Kommandozeile und sage zum Beispiel Split Window. Und sage minus Horizontal. Also H für Horizontal. Und er macht mir Vertical. Also bei Temux ist es leider von so, Horizontal würde man jetzt erwarten, so in oben und unten. Das ist halt links und rechts. Ist so. Tastaturkürzel dafür wäre Horizontal, wäre Prozent. Was ich üblicherweise mache, ich map mir das auf das Pipe-Zeichen, weil es mir das Fenster in der Vertikalen teilt. Dann habe ich so ein bisschen vom Optischen her die Zusammenhänge. Das heißt, ich habe jetzt hier zwei Panels, die unabhängig voneinander laufen. Das heißt, ich habe hier meinen Hardtop und habe im anderen Fenster noch immer meine Kommandozeile, in der ich arbeiten kann. Wer jetzt der Nächste sagt. Auch da gibt es also wieder Präfix O oder Präfix Q, um durchzunavigieren. Da war es jetzt nicht einmal der... mit den Cursor-Tasten. Du kannst auch, wenn es gemappt ist, kannst du es mit den Cursor-Tasten machen. Oder wenn du das VI-Mapping hast, kannst du natürlich auch mit den VI links, rechts, rauf, runter, also HJQL entsprechend dann hin und her mappen. Wenn du die Maus-Integration auch noch aktiviert hast, kannst du es auch mit der Maus machen. Dann kannst du einfach hineinklicken. Also das ist schon komfortabel, wenn man möchte. Das heißt, ich könnte jetzt theoretisch, gehen wir da mal wieder rüber, da wieder aus dem H-Top raus, Split Window Vertical. Dann habe ich so, und dann jetzt gehen wir da hinauf und sagen dann noch einmal Split Window Horizontal. So das klassische Setup. Ich hätte jetzt dann da unten zum Beispiel ein Tail auf mein Syslog laufen, könnte jetzt rechts in den Hardtop laufen lassen und links könnte ich immer noch dann mit RM irgendeinen Schaden anrichten. Also da gibt es ganz, ganz viele verschiedene Möglichkeiten und das kann ich mir eben auch wieder, und das, ich betone das, weil es wirklich praktisch ist, auch skripten. Das heißt, wenn ich jetzt immer in dieselben 5 Logfiles hineinschauen muss, dann kann ich mir schon eine Session vorbereiten, wo mir das alles mir vorbereite. Ich kann dann natürlich auch, da noch ein Hardtop laufen, damit man sieht. Ich kann die Panes dann natürlich auch durchtauschen. Das heißt, ich kann jetzt sagen, tausche mir das linke mit den linken mit dem rechten Pane, wenn ich jetzt die vertauschen will. Ich kann die Panes auch resizen. Das heißt, ich mache wieder meinen Präfix und mit den Alt-Tasten kann ich dann das Fenster rauf und runter und links und rechts verschieben, was ich jetzt größer haben will. Und weil es auch öfter kommt, ich kann jetzt sagen, okay, ich will jetzt das, was im Hardtop ist, genauer sehen. Ich will da mehr sehen, weil das kleine Fensterchen, da reicht mir nicht. Dann sage ich einfach Präfix Z für Zoom und er zoomt mir in den Pane hinein. Und dann sage ich nochmal Präfix Z und er zoomt mir aus dem Pane wieder heraus. Also auch da bin ich sehr flexibel. Wenn ich jetzt sage, okay, das ist schön, das Pane, aber eigentlich hätte ich jetzt das Pane draußen, dann kann ich jetzt da auch wieder in meinem Ding sagen, Breakpin. Breakpin. Ja. Und dann moved er mir das Hardtop in ein neues Fenster hinaus. Das heißt, er macht mir aus meinem Pane ein neues Fenster in meiner eigenen Session. Ich kann jetzt aber auch bei dem Breakpane dann auch wieder Targets angeben. Das heißt, ich kann sagen, aus meiner Session LWW18, nimm mir den Pane im vierten Fenster und move mir das in ein neues Fenster in der anderen Session. Also ich habe hier einen Window Manager im Window Manager im Window Manager, wenn ich es
wirklich drauf anlegt. Das heißt, wenn ich jetzt noch irgendwie so einen Tiling Window Manager wie i3 habe, dann habe ich überhaupt nur noch Kästchen vor meinem geistigen Auge. Und das Sven ist glücklich. Genau. Genau. So. List Keys. Genau. Was machen wir denn da? Was habe ich noch? Ich habe hier zum Beispiel ein Skript. Um euch einmal zu zeigen, was man so mit dem Scripting machen kann. Ich habe ein Skript, wo ich in meinem aktuellen Fenster das Fenster umbenenne auf Script Demo. Das Fenster dann einmal teile und ein Tail drauf laufen lasse, also sprich einmal einen Vertical Tile mache, das heißt eine horizontale Linie einbaue. Ja, es ist pervers mit dem Demux. Und dann den oberen Teil noch einmal vertikal splitte und im rechten Teil ein Hardtop mache. Also das, was ich jetzt händisch gemacht habe, jetzt hier als Skript. Und wenn ich das jetzt source, ./script, dann lädt er mir das automatisch rein, führt es durch und ich habe das, was ich brauche. Ich kann das Ganze auch im Hintergrund machen, das heißt, ich kann das Ganze auch mit Tmux aufrufen und wenn eine neue Tmux-Session starten, und machen wir das mal da. Also, aufpassen, was ihr eingibt, da kann man auch wieder ein bisschen Schindluder betreiben. Ja. Ich kann dann natürlich so, irgendwann verliere ich einmal den Überblick, weil die Panes werden natürlich auch durchnummeriert. Ich kann die Panes dann auch direkt ansprechen. Ich kann dann eben die Panes auch verschieben und woanders hin haben. Dann verliere ich irgendwann den Überblick mit Steuerung, also mit Präfix Q. Ah, da habe ich jetzt vergessen, die Zeitlänge zu drehen, das tut mir leid. Kriege ich eben eine Anzeige, welche Pane jetzt welche Pane ist. Leider öfter tippen. Und kann damit dann eben auch wieder sagen, okay, das ist jetzt die Pane 4, das heißt, die will ich jetzt eigentlich dorthin haben. Aber also ich, ganz ehrlich, ich baue mir meistens ein Skript, das mir das so herrichtet, wie es braucht. Da muss ich nur einmal über die ganze Aufteilung nachdenken und dann habe ich einfach das, was ich brauche, im Griff. Wenn wir dann beim Thema with great power comes great responsibility sind, habe ich noch was. Detach. Machen wir uns eine neue Session auf. Nennt sich SyncPane. Eine neue Session, eine neue Tmux-Session mit dem Namen SyncPane. Ich habe derzeit ein Window. Wir splitten uns das Window. Ja. So, wenn man es richtig macht. Wir splitten uns das Window einmal in ein Drittel und zwei Drittel. Und hier jetzt noch einmal das größere Fenster. Splitten wir uns noch einmal. Jetzt habe ich Drittel, Drittel, Drittel. Fast, plus minus ein bisschen was. Das heißt, ich wechsle jetzt hier zum Beispiel nach cd/etc. Hier nach cd/opt. Also eigentlich habe ich Z-Shell, eigentlich braucht es CD nicht, aber for demonstration purposes. Und noch /var. Okay? Soweit, so gut. Jetzt kommt das böse Kommando. Noch nicht. Wait for it. It's going to be legend. Set window synchronize panes. Was synchronize panes macht, ist, alles, was ich in einem Fenster, in einem Pane eingebe, wird automatisch auch auf die anderen Panes geschickt. Dann kurz sickern lassen. Ja, also das heißt, ich synchronize mir jetzt meine Panes. Alles, was ich in dem einen Fenster angebe, wird auch an das andere Fenster geschickt. Ja? Yes. Also ls, ja. Ja. ls. Das kann jetzt nicht nur ls sein. Mal kurz so, auch so. Das heißt, ich kann jetzt hier auch in jedem dieser Fenster eine SSH-Session zu einem anderen Server haben und auf jedem Server ein apt-get-upgrade machen oder sonst irgendwas. Also auch da geht wieder
geht wieder ein bisschen was, kann man sich sein Leben sehr vereinfachen oder auch von hinten durch die Brust. Das Problem bei so Talks ist, nein, machen wir das noch nicht. Machen wir das? Ja, mache ich das. Wo habe ich es? Da habe ich es. Ich bin gleich fertig. Alles gut. Dass ihr es auch gesehen habt. Geht das? Ja, das geht. Das ist das, was ich jetzt verwende. Das heißt, das, was ich euch jetzt alles zeige, sind Temux-Sessions, die auch wieder in einem Temux laufen. Nur von dem ersten Temux seht ihr nicht, weil ich die Statuszeile ausgeschaltet habe. Da, Status off. Und ich habe den Präfix auf B gesetzt, damit ich nicht, weil das Problem ist, was mache ich jetzt, wenn ich jetzt auf meinem Laptop, auf meinem Linux-Desktop ein Temux laufen lasse, mich zu einem Server verbinde, wo am Server auch ein Temux läuft? Was passiert, wenn ich jetzt Präfix Y drücke? Mit welchem Temux spreche ich dann? Mit meinem lokalen. Aber was mache ich jetzt, um mit meinem Entfernten zu sprechen? Steuerung YY. Ich finde das extrem unpraktisch. Deswegen habe ich für die verschiedenen Sessions verschiedene Präfix-Keys, damit ich eben nicht immer Steuerung YY machen muss. Deswegen habe ich den Versteckten hier auf Steuerung B gelegt. Y. B, Doppelpunkt, ja. Nein, das war jetzt Steuerung Y, wurscht. Das heißt, diesen Temux starte ich, dann muss ich noch sagen, unset Temux, also die Umgebungsvariable killen, weil sonst sagt er, du kannst nicht einen Temux im Temux starten, du weißt nicht, was du tust, so, ich weiß, was ich tue. Und dann habe ich einen versteckten Temux und dann habe ich hier, um es euch auch einmal gezeigt zu haben, achso, dann muss ich zuerst da, Fullscreen abdrehen. Und dann habe ich hier eben meine zweite Session, die ich immer auf meinem Laptop laufen habe, wo ich hineintippe und über diese in der versteckten Temux starte ich dann eben die Temux-Sessions, die ihr jetzt gesehen habt mit LWW und Demo und SyncPen und sonst irgendwas. Dann nochmal kurz vor. 11.11 war das. So. Das Letzte, was ich noch zeigen wollte, ist, Man verliert ja dann oft auch den Überblick, wo man jetzt ist, so wie ich. Jetzt muss ich in meinem Schummler wieder ganz hinunter. Genau. Was es dann noch gibt, ist Präfix T. Der zeigt mir die Zeit an. Er zeigt mir an, dass ich jetzt noch 5 Minuten habe. Das heißt, wir haben jetzt noch 5 Minuten Zeit für Question und Answers. Dankeschön. Ah. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass meine Stimme jetzt bisschen gegen Ende ein bisschen nachgegeben hat. Sorry for that. Ich hoffe, ihr habt mich hinten noch halbwegs verstanden. Gut. Fragen, Beschwerden, Anregungen, warum Screen besser ist? Bitte. Also um T-Max herum gibt es ein ganzes Ökosystem an Tools, der Maxinator ist eins, es gibt eben Z-Shell-Integration, der FZF bindet sich auch schön ein und vice versa und hin und her. Also da gibt es dann ganz viel drumherum, wo man noch Zeit investieren kann. Ich habe ganz bewusst jetzt hier die Basics einmal hergezeigt, aber das ist auf jeden Fall, ja. YAML, das ist dieses Ding, wo man mit den Tabs aufpassen muss, oder? Da war irgend sowas halt, habe ich... Mit den Leerzeichen, ja. Dann Tabs oder Leerzeichen? Nein, die Pythonisten sind nebenan. Gut, danke schön. Ja, andere Fragen? Ja. Ich kann sehr wohl, also, was habe ich? Was? Ja, ls/opt. Yes. Ja, das sieht man halt nicht so wirklich gut. Ich kann jetzt einfach mit Präfix eckige Klammer auf in den Scroll-Modus schalten. Das ist halt in der deutschen Tastatur. Und dann kann ich mit dem Cursor im Buffer zurückscrollen. Also man sieht es jetzt rechts oben.
Danke für das Yes, das war jetzt wirklich genau das, was ich wollte. Die nachfolgenden Sendungen verschieben sich um. Also das ist so, wenn du es über die Tastatur machst, und es gibt dann eben auch Kommandos, dass sich das, wenn du mit dem Mausrad zum Beispiel scrollst, dass er automatisch in den Modus schaltet und du dann hinaufscrollen kannst. Das, was auch noch ein bisschen unter Umständen ein Problem ist, ist Copy-Paste. Da muss man dann dran denken, dass man die Shift-Taste gedrückt hält, dann funktioniert auch Copy-Paste wieder ganz super gummigut und ohne Probleme und tut. Aber das sind Dinge, da kommt man ganz schnell drauf, beziehungsweise es gibt ganz viele fertige Temux-Configs. Ja, gerne auch noch eine zweite Frage hinten dran. Ja. Du meinst, lass mich da mal rausgehen, weil sonst komme ich da komplett durcheinander. Don't confuse the Lyra, ganz schlechte Idee. Dann haben wir da. Bringen wir den Lyra dazu, eine Denial-of-Service-Attacke gegen seine eigene Präsentation zu machen. Ja. Guter Versuch, üben. Du meinst also jetzt so Dinge wie, wo ist meine Maus? Da ist meine Maus. Jetzt machen wir genau das, was ich eigentlich nicht machen will. Gott sei Dank, endlich kann ich das machen. Ja, genau. Und du meinst jetzt so quasi das Problem, wenn ich jetzt hier so die Pünktchen habe und hier mehrere Zeilen markiert, dann kopiert er mir auch die Pünktchen mit. Das sollte eigentlich, wenn ich es jetzt richtig konfiguriert habe, ich hasse. Wenn ich jetzt die, ja. Das ist jetzt meine Temux-Config nicht richtig, das ist nicht meine Produktions-Temux-Config, das ist jetzt alles für Demos hergerichtet. Du kannst es so hin konfigurieren, dass er dann wirklich nur den Teil aus dem Temux nimmt. Und damit, also nicht, den Zeilenumbruch dann quasi hier macht und das nicht mitnimmt. Das geht, es muss nur konfiguriert sein. Das ist jetzt in dem Fall, weil ich hier alles sehr stripped down, Standard runter konfiguriert habe, aber da geht schon einiges. Bitte? Ist es genau so, ja. Also da muss man dann ein bisschen mit der Config spielen. Es ist schon, wenn du die Panes hast, du willst eigentlich beim Paneboarder aufhören kopieren, da hast du... Ja. Oh, schauen wir mal. Das kann ich. Also dann, ich darf mir dieses Fenster wieder mal kurz zurückholen. Danke. Ctrl Y. Diesen hier. So. Und LS. Nicht im Default. Achso, das setzt jetzt. Guten Morgen. Ja, also es gibt Workarounds, da muss man einmal kurz auf GitHub suchen, da findet sich was. Ich kann dann auch in der Statuszeile noch Emojis anzeigen, Batteriestatus anzeigen, whatever. Also da kann man sich unendlich spielen, es gibt ein Plugin, es gibt Plugins dafür, es gibt ein Plugin-Management dafür, also da kann man ganz, ganz, ganz viel machen. Also wem immer fad ist, feel free to configure the hell out of it. Sonst noch Fragen? Bitte. Oder System D nichts dagegen hat, ja. Gab es auch schon. Genau. Also ich arbeite viel mit Systemen zusammen, wo Betrieb und Konfiguration getrennt sind. Und wenn die Betriebsmannschaft Patches einspielt und neu startet, genau deswegen skripte ich es mir, dass ich dann nicht wieder 15 Minuten brauche, um meine 5 Fenster und 20 Panes so herzurichten, wie ich es gerne habe. Einmal skripten und... Bitte. Bitte nochmal? Der schreibt den aktuellen Status raus und stellt den dann wieder her, vermutlich. Ja. Gibt's. Gut, ich kriege da das große blaue X gezeigt. Dann sage ich nochmal vielen herzlichen Dank, und falls es noch Fragen gibt, leider auf Twitter oder mich einfach irgendwo grabben, und ich versuche zu helfen, soweit es geht. Dankeschön.